So, hallo. Wir machen weiter. Bei Super Mario Maker 2. Zelda ist durch. Und mein Kabel hier ist verkehrt rum. Moment. So. Und damit sind wir wieder bei Maker unterwegs. Unfassbar. Ich habe gehört und gesehen, es gibt jetzt mehrere Updates. Oder gab. Ich hoffe, es hat jetzt auch geladen. Ich habe gerade ihn gefragt und hat gesagt, es ist alles aktuell. Anscheinend kann man jetzt auch mit Freunden zusammenspielen. Ob wir das hier hinkriegen, weiß ich aufnahmetechnisch und vor allem internettechnisch nicht. Ihr habt ja gesehen, Multiplayer ist hier aktuell nicht so gut. Dafür müsste ich wieder bei meinen Eltern sein. Und ob ich dann da gerade es schaffe, mit jemandem aufzunehmen, das halte ich für fragwürdig. Insofern denke ich, dass wir sowas eher nicht haben werden. Ich weiß es nicht. Aber es gibt jetzt offizielle Baumeister. Irgendwie sowas. Und keine Ahnung, was alles. Vielleicht steht ja hier ein bisschen was drin. Gut, Level-Infos interessieren uns nicht. Errungenschaften interessieren uns nicht. Neuigkeiten interessieren uns am ehesten. Version 1.0, genau, das ist die. In allen Modi einen horizontal gehaltenen Joy-Con verwenden. Oh, das ist ja großartig. Okay, okay. Levelbau im Handheld-Modus, okay, okay. Vernetztes Spielen, jetzt mit Freunden spielen. Direkt in Level aus aller Welt zusammenspielen, auswählen. In den Baumeisterranglisten eine Liste von offiziellen Baumeistern. Okay, okay, okay. Alles klar. Wir interessieren uns aber nicht für offizielle Baumeister. Wir haben unsere ganz eigenen offiziellen Baumeister. Ich hoffe übrigens, es ist synchron. Ansonsten wird es nach dem Part wieder synchron sein. Und ich habe ein bisschen Angst. Ich weiß nicht, wie viel jetzt alles neu ist. Ich schätze mal so 20 Level werden wir mindestens in der Liste haben. Außer die Leute haben auch Pause gemacht. Ich weiß es ja nicht. Gucken wir einfach mal, was passiert ist. Das lädt jetzt wahrscheinlich erstmal 3 Jahre, wenn ich hier aktualisiere. Nein, okay. Also, wo ist denn die erste Flagge? Ah, guck mal, so viel ist es gar nicht. Also, was haben wir vor uns? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Okay, da bin ich mit meinen 20er gar nicht so verkehrt gewesen. Richtig viel Alina-Level dabei. Bisschen Twakes habe ich auch gelesen. Da ist Twakesy. Der weiß ich gerade nicht, wer Infecto war, aber irgendwer war das wohl. Ach, guck mal, das haben wir sogar gespielt schon. Ach ja, die Twakes-Level hatte ich mir das letzte Mal, da hatte ich Angst vor, ne? Ich würde auch jetzt sagen, wir starten erstmal wieder ganz sanft mit Alina und hoffen, dass sie nicht zu gemein war in den ersten Leveln da. Und dann kommen wir so Stück für Stück wieder rein. Nur ich denke, das ist eine ganz gute Idee. Also, das haben wir schon. Links, ach, das passt ja. Das passt ja. Wie die Faust aufs Auge. Nun kannst du zusammenspielen direkt über das Level. Ach so. Ah, I see. 7,99%. Es haben richtig viele Leute gespielt. Ich bin sehr gespannt. Dann bin ich vor allem gespannt, ob wir den Weltrekord mit 1,25 werden wir wohl nicht knacken. Ja, dann auf geht's. Oh, endlich wieder Mario Maker. Endlich wieder aufregen. Juhu. Na gut, aber aufregen ist ja hauptsächlich beim Online-Modus und, ja. Es ist natürlich schade, dass man halt die Originalmusik hier nicht haben kann, aber es ist klar, dass die nicht da ist. Was passiert hier? Das geht ja gut los bei mir. Mensch. Das ist wahrscheinlich, dass das Link jetzt untergeht. Das ist nicht nur Mabel Village, das ist sozusagen... Okay. Das ist das Intro von Link's Awakening. Das ist also Mario's Awakening. Alles klar. Problem ist, man muss das immer wieder... Ich hoffe, jetzt kommt ein Checkpoint, sonst müsste man sich das immer wieder angucken. Ah, sehr schön. Sehr schön. Mitgedacht. Prima.
Ist ein schönes Intro, ne? Aber immer wieder würde ich es jetzt nicht haben wollen. Und dann sind wir jetzt im Dorf angekommen. Der ist natürlich nicht so freundlich wie der echte Komet. Beziehungsweise, ja doch, jetzt heißt der Komet. Nur mal so als Frage, wenn ich das richtig interpretiere. Ich meine, klar, man ist dumm, wenn man da reinspringt. Aber es ist halt ein knallharter Softlock. Wollte ich nur mal bemerkbar machen, dass das vielleicht... Wie gesagt, man ist komplett blöd, wenn man da reinspringt, aber es ist halt möglich. So. Jetzt muss man das Intro natürlich nochmal sehen, weil ich ja das, weil ich ja neu starten musste, sonst hätte ich die Zeit ablaufen lassen müssen. Das wäre nicht so gut gewesen. Und ja, es ist natürlich... Nein, jetzt nicht mehr Neustart. Es ist natürlich schade, dass man nicht die Originalmusik hat, aber das ist ja nicht Alinas Schuld. Das wäre jetzt hier halt nochmal super episch, wenn man hier einfach die Musik hätte. So, jetzt gehen wir mal ins erste Haus. Welches soll das denn darstellen? T. H. Weiß ich leider nicht, was das darstellen könnte. Es könnte ein Bett und ein Tisch gewesen sein. Also vielleicht einfach ein random Haus. Das ist auf jeden Fall das Greifarm-Spiel. Sehr cool. Das heißt, wir ziehen den da hoch. Ach so, aber der zieht ja... Man müsste sozusagen... Ja, okay. Ja, verstanden. Okay, man könnte hier... Oh, das wäre jetzt super gut, wenn sie jetzt einen Teil irgendwo eingebaut hätte, wo man den Pilz braucht, sodass der Pilz wirklich ein Muss ist. Schauen wir mal, ob das so kommen wird. Das wäre cool. Dass man das Spiel wirklich spielen muss und es nicht nur ein Bonus ist. Aber jetzt habe ich ja schon eine Blume, insofern ist der Pilz egal. Das war wahrscheinlich der Shop oder sowas in der Richtung. So, mit dem Ding kriegen wir jetzt... Was soll das darstellen? Ha. Ich versuche, alle Easter Eggs zu verstehen. Sorry, Komet, aber du bist hier leider nicht ganz so freundlich wie im Original. So. Aber was ist der Koopa da oben? Soll das dieses... Das Ding in der Mitte sein, wo der Vogel... Aber das... Ich weiß es nicht. Krieg ich nochmal so ein Pau? Natürlich krieg ich nochmal so ein Pau. Warum denn auch nicht? So, den nehmen wir mal mit. Wer weiß, wann man ihn gebrauchen kann. Dann haben wir hier die Häuser gesehen. Ach, guck mal. Ach so, ich brauche einen Schlüssel. Oh nein, ich ahne Dinge. Entweder ist hier der Schlüssel drin. Oder der Goomba unten bei dem Greifspiel. Das wäre auch cool. Wenn der Goomba unten bei dem Greifspiel der Schlüssel, das wäre auch cool. Und zack. Ja. Dann ist es der Goomba unten bei dem Greifspiel. Aber auch da sollten wir uns das ja vereinfachen können. Indem wir einfach das Ding mit runternehmen. Oder habe ich noch einen Raum übersehen? Weil jetzt ist ja egal, wenn ich den jetzt... Ach, hier ist er. Ja, genau, da ist er. Da ist ja sogar der Schlüssel. Ich habe gerade nicht auf den Schlüssel geachtet. Ich habe überhaupt nicht auf das Schlüsselsymbol geachtet. Eieiei. Aber so kann ich das natürlich mehr abkürzen, ne? Indem ich hier nicht das Spiel spiele, sondern... Also wir hatten es ja vorhin schon gespielt. Wir hatten den Goomba ja schon unten. Ich habe ihn nur nicht kaputt gemacht. Was rückwirkend arm ist. Was rückwirkend dumm war. Weil ich den Schlüssel überhaupt nicht gesehen habe. Aber beim zweiten Mal kapiert man es dann. So. Und hops. Und hops. So, das ist dann der erste Dungeon, ja? Oder sowas in der Art. Huch. Das
Das sieht auf meinem Fernseher gerade voll komisch aus, dass das gerade so ein bisschen nach oben reicht. Okay, und hier ist jetzt der Boss. Ja, das ist auf jeden Fall der. Ah, nein, ich habe das nicht gesehen. Oh mein Gott. Was muss ich tun? Aua. Achso, ich muss ihn besiegen. Uff, gerade so. Weil wenn wir jetzt keinen mehr gehabt hätten, hätte ich es, glaube ich, mit den Bassis machen müssen. Eieieiei. Und da ist unser Herzteil. Sehr schön. Sehr schön. Alles klar. Gut. Schönes Level. Den Rekord lassen wir mal Rekord sein. Okay. Wobei es wahrscheinlich... Geht es schnell? 1,25. Ich müsste... Was müsste ich? Ah komm, wir probieren es einmal aus. Aber das Problem ist, ich habe ja schon einen gewissen Vorlauf. Hier am Anfang. Wie viel Zeit nimmt das denn schon weg? Wie viel Zeit... Lul. Wie viel Zeit nimmt das denn weg? Wahrscheinlich zu viel, ne? Jetzt regnet's und dann gewittert's. Und dann bricht alles ein. Ah, es war zu lang. Oh, gerade so. Oh, das war ein absoluter Speedrun-Sprung. Leider werde ich jetzt Quatsch machen. So, also ich muss ganz schnell nach oben. Den Pau holen. Wobei, na, aber das Spiel, das greifarme Spiel zu spielen, erscheint mir zu lange. Das dauert, glaube ich, noch länger, als den Pau nur zu holen. Aber ich muss den zweimal holen. Ich muss den ja zweimal holen. Aber ob ich... ich weiß es nicht. Uah. Das wird echt interessant zu gucken, wie schnell wir gewesen sind. Jetzt muss ich nochmal den Pau holen. So. Ich könnte sogar den Pau mir nochmal holen und den dann sofort dem Viech ins Gesicht schmeißen beim Boss. Das wäre auch möglich. Oh nein! Oh nein! Zu blöd da zu springen. So. Ganz schnell so einen Pau holen. Nein. So. Und Abflug. Ah, das ist keine 1 Minute 21. Niemals. Es ist schnell gewesen, aber niemals die 1 Minute 20. Wie schnell war das? Wie viel schneller müsste ich sein? Wahrscheinlich ist es doch schnell... Wow, what the heck? Okay. Okay. Damit hätte ich nicht gerechnet. Das war knapp. Das war knapp. Huiuiui. Das war richtig knapp. Okay. Gleich mal wieder einen Rekord geholt. Sehr schön. Gut. Ein Skyrun 30 Sekunden klingt doch supi. Die Erfolgsquote allerdings nicht. Oh, das ist natürlich interessant jetzt. Okay, let's go. Coin Collector Skyrun. 30 Sekunden. Collect all coins. Wahrscheinlich ist das die Schwierigkeit. Mal gucken. Aber sie hat es ja auch geschafft. Das heißt, es sollte doch für mich irgendwie drin sein. Außer sie ist jetzt komplett zum Überpro geworden. Mit ein bisschen Übung sollte das hoffentlich drin sein. Schauen wir mal. Ich habe den Eindruck, ich muss hier... Kann ich hier rennen? Kann ich einfach durchrennen? Oder muss ich da... pausieren. Also nicht pausieren, aber ein bisschen regulieren den Sprung. Man weiß es nicht so genau. Also das haut noch nicht hin. Hm.
Oh Gott, warte, jetzt habe ich auf den Bildschirm geguckt, weil ich auf die Zeit schauen wollte. 14 Minuten, 15 Minuten. Okay. Ach, komm schon. Jetzt mache ich hier Quatsch. Jetzt mal... Hat doch am Anfang funktioniert. Nee, also einfach nur rennen funktioniert nicht. Ich muss ein bisschen stoppen. Ich muss da ein bisschen stoppen. Es hilft nichts. Ich muss das, ja, ich muss das selber regulieren. Okay. Sonst funktioniert es nicht. Oi, 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 oi. So, jetzt hier wieder schneller. Ah, da muss ich drüber. Ah, da muss ich drüber. Ich muss immer noch drüber. Oh boy. So, dann der kaputt, dann hier drüber. Eieiei, wo kommen denn die nächsten Münzen dann bitte her? Eieiei. Okay. Wahrscheinlich kommt eine große Münze am Schluss, aber... Das war halt schon. Ich meine, es muss ja innerhalb von 30 Minuten, Sekunden, ist die Geschichte ja durch. Da kommen einige. Renn. Oh, ah, verstanden. Okay, der macht dann den und dann mache ich wieder den Spin. Ah, da muss die große Münze noch kommen, sonst sehe ich da schwarz am Ende. Ich muss hier direkt... Ah! Ich darf da nicht hängen bleiben. Da verliere ich massig Zeit. Nein! Alles sollte hinzukriegen sein. Ich meine, viel kann dann nachher auch nicht mehr kommen. Und bis dahin haben wir es ja auch schon geschafft. Vielleicht mache ich einfach ein bisschen langsamer. Dann haben wir da viel mehr Zeit. Sehr gut. Nein! Ah. Aber es passt, es passt. Wir entwickeln Strategien. Das ist voll okay. Das ist voll okay. Nein! So, aber wie gesagt, hier ein bisschen langsamer. Dann haben wir da... Nein! Oh nein, so werde ich jetzt vor allem nicht sehen, was danach kommt. Ja, ein bisschen was kann man auch vielleicht sehen. Ja, ein bisschen was sehen wir noch. Okay. Also, hops. Und dann macht er den... Oh nein, und dann muss ich den Bob-Omb darüber... Oh Gott! Alina, please! Was ist passiert? Nein, nein, lass mich durch. Oi, 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 oi. Oh, da muss ich den Bob-Omb darüber ziehen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay. Okay. Rüber, so. Jetzt hier keinen Quatsch machen. Okay. Zeit ist aktuell optimal. Problem ist, ich kann den Teil hier noch nicht. Ja. Und dann kommen hier ganz viele Münzen. Und da unten ist das Ziel. Hundertprozentig ist da unten das Ziel. Okay. Puh. Also die 0,%-Rate kann ich nicht verstehen. Weil im Schnitt braucht man keine 100 Versuche hierfür. Aber es ist schon... Ist schon knifflig. Er ist schon, hat schon was. Hat schon was. So. Mist. Mist, Mist, Mist. Mist. So. Hops, hops, hops. Zack, okay.
Hops. So. Spannung. Ah, okay, 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 okay. Hops, 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 hops. Hops, so. Plop, plop. Okay, 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 und go. So. Zeit ist wie immer optimal, den Teil kriegen wir jetzt hin, aber das muss jetzt halt... Ah, oh, das ist halt... Ah, oh, das ist immer so knifflig, die Dinger dann zu erwischen. Eieiei, zum Glück ist das nur eine ganz kurze Strecke. Das könnte deutlich schlimmer sein. Das könnte deutlich schlimmer sein. Okay, 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 zack. Und drüber, sehr schön. Bisher optimal. Prima. So. Nein! Ich weiß nicht, vielleicht brauche ich auch nur einen Treffer noch und muss den nicht ein zweites Mal noch benutzen. Vielleicht schwinge ich mich einfach mal direkt rüber nach dem ersten Treffer. Weil ich gehe ja so ein bisschen zurück, immer dann, wenn ich ihn nicht nochmal getroffen habe. Vielleicht sollte ich das einfach lassen. Vielleicht ist das eine Idee. Ah, da habe ich ein bisschen Zeit verloren, aber ich hoffe, die wird nicht wehtun. Ah! Weil ich nicht volle Kanne drüber ziehen kann. Ich muss auch da wieder regulieren. Ich muss auch da wieder ein bisschen regulieren. So, zack. 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 Okay. Sehr schön. Zeit ist optimal. Ah, es ist... Ah, ich mag dieses Ding nicht. Diese Bob-Omb-Sprünge kann ich überhaupt nicht ab. Ah. Ach, jetzt. So. Bin ich... Nein! Ah, war jetzt zu langsam eigentlich. Aber den Bob-Omb-Sprung können wir trotzdem üben. Oh, Junge, 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 Junge. Nein, wo... Was? Der muss bis da runter und das geht noch weiter. Was? Oh Gott. Wie soll es denn da noch... Wie soll ich denn noch schneller sein? Oh, was bitte? Vielleicht verstehe ich doch die 0, was? Der muss bis da runter. Ich habe gehofft, ich brauche ihn nur zum Rüberkommen. Oh no. Oh no, 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 no. Oh Gott. Ah, hab ich Zeit liegen lassen. Okay. Nein! Wo muss ich denn dann aber hin, bis der explodiert da unten? Ich werde von dem Ding zerrissen gleich. Seht ihr das schon vor mir? Ich werde von dem Ding gleich zerrissen. Ach, wie mache ich denn das mit der Bombe? Gut. Oh.
Gut. Naja, bisschen abgeschwächt die Zeit, aber sollte noch drin sein. Oh Gott! So, und jetzt? Okay. Nein! Oh, da ist dann das Ziel. Oh, wir kriegen Sinn, aber... Huiuiui. Huiuiui. Das ist echt knapp gebaut. Wow. Alles, wovon ich vorhin dachte, da kann ich Zeit gewinnen, ist so gedacht. Nein! Oh, komm schon. Ey, irgendwann werde ich da unten noch von der Bombe zerrissen. Ich weiß es genau. Ich wette mit euch drum. Irgendwann werde ich da unten noch von der Bombe zerrissen. Ah, das war ein bisschen hängen geblieben. Nein! 26 Minuten, okay. Oh, das war optimal. Nein. Mann. Komm schon. Yes. Nein, ich hab die Münze nicht. Ich darf also nicht zu bald nach links rüber, aber ich muss irgendwann nach links rüber, sonst wird mich die Bombe erwischen. Zeitlich ein bisschen schwächer. Ah. Und ich wette, jetzt wird es mit der Bombe klappen und dann wird es unten knapp. Oh nein. Oh, jetzt mache ich da rein. Das war gut. Okay. Okay, go. Oh, oh Gottes Willen. Ah. Oh. Da ist es wieder das Mario Maker Gefühl. Wahnsinn. Ey, wenn ich jetzt noch verreckt wäre. Oh, okay. 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 Gut. Gut, gut. Gut, gut. Uff. Dann nächstes Mal ein paar Tracks-Level.
Mal schauen, was wir hinkriegen davon. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss.